Herzlich willkommen, ihr Dritter Butzke. Wir feiern heute, wie jedes Jahr, eine Klangwirkstoff-Release-Party, aber dieses Jahr mit einer ganz besonderen Leckerbissen hinzu, nämlich 15 Jahre Eclipse e.V. Das ist ein Verein, der macht psychedelische Ambulanz. Diejenigen, die in den letzten Jahren auf der WUF oder auf der Fusion waren, werden sich vielleicht erinnern. Und das wollen wir hier im Rahmen dieser Party auch würdigen. Wir haben uns ein nettes Programm ausgedacht. Wir, das ist der Markus Berger. Hallihallo. Guten Abend, hallo. Und ich, Hans Gusso. Und wir werden über Psychedelik und Psychonautik sprechen, damit man auch versteht, was eine psychedelische Ambulanz ist und wie man dafür Sorge tragen kann, dass die ein bisschen weniger zu tun haben, das heißt, dass es weniger Notfälle gibt, Steigerung von Drogenkompetenz, Drogenmündigkeit, Drogenautonomie, sodass sie sich ihrer vornehmsten Aufgabe widmen können, nämlich der psychedelischen Reisebegleitung. Und damit wir das im Kontext sehen von Set und Setting, geht es auch um die kosmische Oktave, um Schwingungen. Und das Ganze zeigen wir im Lichte des Glasperlenspiels von Hermann Hesse. Anfangen werden wir mit der Psychonautik, denn die psychonautische Erfahrung war bei mir zuerst da und der Pilzgeist hat mir sozusagen die Geschichte der Oktave erzählt. Und nun fangen wir, bevor wir auf die kosmische Oktave kommen, mit der Psychonautik an. Dann haben wir einen guten Spezialisten, den Markus. Markus, wie war das bei dir? War erst die Psychonautik da oder erst dein Beruf als Sanitäter? Also zunächst war natürlich die Psychonautik da. Und also ich habe ganz kurz zuvor, so mit 15, 16, 17 angefangen mit Psychonautik und Psychoaktiva mich zu beschäftigen und habe dann Zivildienst gemacht im Rettungsdienst als Sanitäter. Und dort ist mir eben aufgefallen, wie wenig Drogenkompetenz doch medizinisches Fachpersonal hat. Ja? Und das ist eigentlich etwas, was man überhaupt so gar nicht nachvollziehen kann, schon gar nicht dann, wenn man sich ein bisschen mit Psychonautik beschäftigt hat. Auch Notärzte, Ärzte, Rettungssanitäter und das gesamte medizinische Personal fast durchgehend ist also der Ansicht, dass zum Beispiel Cannabis das gleiche ist wie Heroin. Und ja, tatsächlich, also die Prohibition schlägt auch dort ganz, ganz deutlich ihre Wellen. Und nun, wer mich so ein bisschen kennt oder meine Arbeit verfolgt, der bei einer meiner Sprüche ist eben, auf der Anfangshalle war zum Beispiel einer meiner Sprüche, wir sind Gras. Das war natürlich ein bisschen überzogen. Natürlich sind wir kein Gras. Das Ganze sollte nur darlegen, dass eben unsere ganze Welt ausschließlich und einzig und allein funktioniert und funktionieren kann, weil eben psychoaktive Substanzen in dieser Welt existent sind. Wir funktionieren mit diesen Substanzen. Ja? Und deswegen ist die psychoaktive Forschung, die Psychonautik und natürlich die Arbeit, die Eclipse macht mit der psychedelischen Ambulanz, etwas ganz, ganz besonders Wichtiges. Wir können kurz erklären, wie sich das verhält. Die ganze Welt besteht aus psychoaktiver. Warum psychoaktive Substanzen überall? Da gibt es ein wunderbares Zitat, das wollen wir zum Einstieg mal verwenden, von Josef Zehentbauer. Der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Körpereigene Drogen, Hans. Ein tolles Zitat, das der Hans euch mal zum Besten geben wird jetzt. Die Transmitter sind nicht nur Überbringer von Botschaften, sondern gewissermaßen das chemische Substrat unserer Gedanken und Gefühle. Entsteht ein Gedanke, dann geschieht dies durch ein Zusammenspiel von mehreren unterschiedlichen Transmittern. Ganz was wir fühlen, was wir denken, was wir sagen, was wir meinen
Unser Schlaf, unsere Träume, unsere Liebe, unsere Abneigungen sind ein einziges Resultat des chemischen Spieles innerhalb unseres Körpers und nicht mehr. Und dann kommen Menschen, Hans, ganz kurz, dann kommen Menschen und sagen, dass Drogen ungesund sind und schädlich, dass psychoaktive Drogen von der Welt verschwinden sollen. Hans, nun ist es so, wir haben gerade ganz kurz erläutert, die ganze Welt ist ja voller psychoaktiver Drogen. Wir selber funktionieren mit ihnen, die Pflanzen, die Tiere, alles funktioniert mit diesen psychoaktiven Substanzen. Wir Menschen neigen natürlich dazu auch, diese uns von außen zuzuführen, um einfach diese chemische Komposition zu vervollständigen. Um das aber gefahrenlos oder risikoarm praktizieren zu können, müssen wir Drogenmündigkeit erlangen, Hans. Ja, erstens mal, um zu verstehen, was in uns eigentlich passiert, die ganze Zeit. Drogen konsumieren heißt im Grunde genommen, sich an den molekularen Skript einer bestimmten Substanz zu begeben. Und wenn wir das vertieft wahrnehmen, dann merken wir, dass wir das auch, wenn wir jetzt nicht bewusst bestimmte Drogen nehmen, auch sind. Das heißt, wenn wir wütend werden, haben wir andere Neurotransmitter, die in unserem Gehirn Informationen hin und her schicken, wie wenn wir lachen und uns freuen oder gar einen guten Sex haben. Und wenn wir dann bestimmte Stimmungen mit bestimmten Substanzen stimuliert, verändern wir unsere Wahrnehmung. Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Und wenn wir die Perspektive ändern, dann haben wir unterschiedliche Perspektiven der Welt. Und das ist im Grunde genommen so etwas wie eine Bewusstseinserweiterung. Das ist eine Kunst wie Kochen. Da hat man verschiedene Gewürze. Nimmt man von einem zu viel, dann ist die Soße daneben und schmeckt nicht. Und so ist es auch mit dem Drogenmischkonsum. Nimmt man von einer Substanz zu viel oder vielleicht auch mal, vergisst man mal eine Substanz, dann schmeckt es einfach nicht. Und Drogenmündigkeit heißt, aufgrund von Drogenkompetenz Risikomanagement zu betreiben, Genussoptimierung zu fördern, denn wer genießen kann, der ist nachher zufrieden und braucht nicht mehr. Wer nicht genießen kann, der ist unzufrieden und der will mehr. Darum geht es um Genussfähigkeit. Und das ist so eine der Grundsäulen für Drogenautonomie und Drogenmündigkeit. Der Christian Rätsch hat ein wunderbares Zitat. Wir haben also jetzt hier ein Skript, seht ihr alle, das ist nicht so, dass wir das jetzt hier ablesen und eins zu eins aufgeschrieben hätten. Nein, hier sind ein paar Stichworte drauf, weil es ja ein sehr langer Vortrag ist und viele coole Zitate, die euch mit Sicherheit auch was geben werden. Wir fangen mal mit einem an vom Christian Rätsch, der auch schon hier gesessen hat und gesprochen hat. Und der schreibt, die Indianer betrachten die Droge als Nahrung für die Seele und verehren sie aufgrund ihrer wunderbaren Eigenschaften. Ja, ist also die indianische Kultur doch deutlich näher an der Realität dran als unsere. Christian Rätsch schreibt weiterhin in einem anderen Buch zum Thema MDMA, im Vorwort nämlich, der Gebrauch von Drogen ist so alt wie die Kultur. Manche Drogenforscher nehmen sogar an, dass die Kultur und mehr noch sogar die Religion lediglich aus den psychedelischen Trips unserer Vorfahren resultieren. Ja, lasst mich euch noch ein letztes zu diesem Komplex zum Besten geben, damit wir so ein bisschen verinnerlichen, dass also dass dieses Urbedürfnis nach Rausch überhaupt nichts Anrüchiges ist oder gar ein Phänomen der heutigen Zeit, ja, so wie uns die Politik das oftmals glauben machen möchte. Ja. Das ist also etwas Modernes, etwas Neues. Jetzt neulich war doch irgendwo erst, was war denn da für eine hanebüchene Meldung? Die neue Horrordroge, DMT, oder also unfassbar. Dümmer geht es ja schon eigentlich gar nicht mehr. Ja. Andrew Weil schreibt in seinem herrlichen Buch Das erweiterte Bewusstsein, und das ist ein außerordentlich sinnbringendes Zitat, der Gebrauch von Drogen zur Bewusstseinsveränderung ist nichts Neues. Er war überall und zu allen Zeiten ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Die Allgegenwart des Gebrauchs von Drogen ist so auffallend, dass darin ein menschliches Grundbedürfnis zum Ausdruck kommen muss, Hans. Es gibt Leute, die reden von einer drogenfreien Gesellschaft. Dabei weiß eigentlich niemand, wie so etwas aussieht. Betrachten wir unsere Gesellschaft hier in Berlin,
in Deutschland, in Europa. Eine Droge, die beherrscht so ziemlich alles. Und das ist das Koffein. Am Morgen nach dem Aufstehen, Kaffee. Sonst geht auf dem Klo nichts. Nach dem Essen, ein Espresso. Und nachmittags, die Hausfrauen treffen sich im Kaffeehaus, Schwarzwälder Torte. Das ist Mischkonsum. Da ist Schokolade, da ist Kirsch drin, da trinken sie Kaffee dazu, rauchen vielleicht noch eine Zigarette. Das ist Drogenmischkonsum. Also irgendwie als Drogenberater zu erzählen, Drogenmischkonsum ist gefährlich, da müssen wir alle Cafés schließen. Ja, es gab so Zeiten, dass auch Cafés beobachtet wurden. Ja, sogar hier in Berlin gab es Kaffeeschnüffler. Ja. Nicht so wie früher, die Polizisten rumgingen, Nase hoch und wenn es nach Kaffee roch, sind die einmarschiert und haben Bußgelder verteilt und das Zeug beschlagnahmt. Nicht? Heute ist es so mit dem Hanf, da kommen die mit Wau, Wau, Wau oder sonstigen Viechern an, riechen rum, ob da vielleicht irgendwo ein bisschen Gras ist. Es ist nicht vernünftiger und nicht dümmer als mit dem Kaffee. Nur, ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, gab es Muckefucke. Während heute die Kiddies, die gehen zu McDonald's, kriegen einen halben Liter Cola. Also Koffein, das ist die Grunddroge in dieser Gesellschaft. In jedem Großraumbüro laufen eigentlich immer Kaffeemaschinen. Nüchterne Gesellschaft gibt es nicht. Drogen prägen die Gesellschaften. Und wir sind eine Koffein. Und dadurch, dass man dann so kribbelig wird von zu viel Kaffee, braucht es natürlich den Alkohol, das als Downer danach. Also das ist so klassisches Drogen-Mischkonsum-Modell. Jonathan Ott hat ein wirklich extrem geiles Zitat in seinem noch extrem geileren Buch Pharmakotheon. Da schreibt er, wir sind alle auf Drogen, die ganze Zeit über. Ich spreche nicht über käufliche Quantitäten wie Alkohol, Koffein, Nikotin, Marihuana, Kokain, Heroin und so weiter, die vom Menschen normalerweise eingenommen werden, sondern über das DMT und Morphin, das unser Körper produziert und welches wir die ganze Zeit über konsumieren, in Anführungszeichen. Oder unsere ureigene Schlaftablette, der endogene Ligand des Valium-Rezeptors, der vielleicht sogar Valium selbst ist. Oder unsere Endorphine und Enkephaline, unsere selbstproduzierten endogenen Morphine, die Endorphine also, die unsere Schmerzen stillen, oder die Substanz P, unser körpereigenes schmerzreizübermittelndes Molekül, oder Anandamid, hier haben wir es wieder, wir sind Gras, der endogene Ligand des THC-Rezeptors. Er schreibt weiter, das Leben und Wirken des Geistes, des Bewusstseins ist eine andauernde, sich ständig ändernde pharmakologische Symphonie oder, um es weniger romantisch auszudrücken, eine niemals endende Drogenorgie. Das Verlangen, Opiate, DMT und Valium zu konsumieren, ist rundherum natürlich und so organisch wie möglich, schreibt Jonathan Ott. Und er hat vollkommen recht. Wir ergänzen oder vervollständigen nur die Drogen, welche unser Gehirn antreiben. Und diese Drogen arbeiten präzise, denn sie sind mit den endogenen, also den körpereigenen Drogen, identisch oder von chemischer Ähnlichkeit. Ja, wir führen also nur von außen Substanzen zu, die wir in uns drin sowieso haben oder ähnliche. Wir haben ja die ganzen Schlösser. Nicht? So Drogen sind wie Schlüssel und die können in bestimmten Rezeptoren eindringen, aufmachen und irgendwas verändern und dann fließt eine neue Energie oder irgendeine Energie wird auch gestoppt. Es ist eine subtile Manipulation, eine bewusste in unserem Gehirn. Dazu muss man vielleicht sagen, die meisten Menschen, die ich kenne, die gebrauchen ihr Gehirn nach Zufallsprinzip. Gerade so, wie es kommt. Aber es gab einen, der Johnny Lilly, der hat sich sehr mit dem Thema Metaprogramming befasst, Metaprogrammierung des eigenen Gehirns. Er hat dafür vor allem Erfahrungen, die er unter Ketamin gesammelt hat, verwendet und programmierte sein Gehirn praktisch so, wie unser einer vielleicht auch einen Computer programmiert. Das heißt, man kann in seinem Gehirn bewusst aufräumen, bestimmte, ja, früher sagte man dem Eselsbrücken,
heute nennt man das vielleicht neurolinguistisches Programmieren, ist eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen akademischer ausgedrückt. Aber wenn man sich viele Eselsbrücken macht, dann kann man ganz bewusst seine Gehirnspeicher besser ansteuern und gewisse Dinge besser vergleichen. Oder anders ausgedrückt, wenn ich zum Beispiel Instrumente stimme, dann fange ich an, auf kleine Unterschiede zu achten. Zwei Töne schweben noch ein bisschen miteinander. Sie sind noch nicht reingestimmt. Der Instrumentenstimmer, der hört minimalste Unterschiede und er trainiert gleichzeitig sein Gehör, mehr zu hören. Und wer mehr hört, wer differenziert gehört, hören zu lernen, hat, der kriegt allgemein auch mehr von der Welt mit. Also ein, wie in Indien, der Alapa, also das Vorspiel zur Musik, das lange Stimmen, das ist im Grunde genommen weit mehr als nur das Instrumentestimmen. Es ist, sich zu sensibilisieren und auch das Publikum zu sensibilisieren auf eine ganz feine Stimmung. Und ähnlich ist es auch, wenn ich zum Beispiel LSD nehme. Viele Bürger nehmen in diesem Land irgendwelche Pillen, meistens wenn sie Kopfschmerzen oder Magenschmerzen haben. Die nehmen ihre Pillen, damit sie ein bisschen weniger merken, was in ihrem Kopf abgeht. Während ich nehme irgendwie eine Pille oder Pappe oder Flüssigkeit, wenn ich ein bisschen mehr merken will, was in meinem Kopf geht. Und das führt eben auch zu einer Sensibilisierung. Also LSD ist zum Beispiel kein Betäubungsmittel, es ist kein Anästhetikum. Ein Anästhetikum, das ist ein Betäubungsmittel. Der Anästhesist, das ist der Arzt, der jemand betäubt, damit er bei einer Operation keine Schmerzen hat. Aber Substanzen, sagen wir wie LSD oder wie Psilocybin oder wie Mescalin, die betäuben nicht, sondern die sind genau das Gegenteil. Das sind Ästhetika, also genau das Gegenteil von einem Betäubungsmittel. Deswegen haben die in meinen Augen nichts, oder aber auch gar nichts, in so einem Gesetz verloren, das Betäubungsmittelgesetz heißt. Ja, und das impliziert natürlich auch, dass es außerordentlich wichtig ist, sich mit diesen Substanzen auszukennen. Ja? Also je mehr ich über die Substanzen, die ich meinem Körper, die ich meinem Kopf, meinem zentralen Nervensystem zuführe, weiß, desto besser kann ich natürlich mit diesen Substanzen, Hans, auch umgehen und sie entsprechend auch mischen. Man könnte also sagen, ein psychonautischer Lebensstil ist vernünftig. Und unvernünftig ist es, die Psychonautik, die psychoaktive Forschung, alles den Lebensstil des psychoaktiven Enthusiasten zu verteufeln. Denn wer das tut, der begibt sich immer in Lebensgefahr letztlich. Er setzt sich selbst großen Risiken aus. Denn Drogen nehmen wir alle. Und gerade die, die sagen, sie nehmen keine, auch die nehmen welche. Ja? Von den meisten Drogen, die wir nehmen, wissen wir nur einfach gar nicht, dass das auch welche sind. Zucker zum Beispiel. Zucker zum Beispiel. Kaffee haben wir ja gesagt vorhin. Ja? Alkohol. In wie vielen Produkten, die wir bekommen, ist Alkohol enthalten? Wie viele Produkten, die wir bekommen, ist Koffein enthalten? In vielen. In sehr vielen. Ja, und merken wir das? Das kriegen wir zum Teil ja gar nicht mit. Ja? Und so werden auch schon unsere Kinder von früh an auf den Konsum von psychoaktiven Drogen gedrillt. Ja? Es heißt zwar immer, guckt ihr da drüben am Bahnhof die jungen Leute an, die nehmen Drogen, die sind ganz böse, aber am Abend bekommt der Kleine ein Kinderbier, eine Kindercola, eine Kinderbowle, eine Kinderzigarette und was es noch alles so gibt. Die Kleinen werden von Anfang an also auf die Einnahme legaler psychoaktiver getrimmt, Hans. Wobei das legal natürlich immer zeitlich begrenzt ist. Die meisten sogenannte Betäubungsmittel, wie sie in den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes stehen, waren mal legale Medikamente. Ob die meisten, weiß ich jetzt nicht, aber sehr viele davon. Man denke, es gibt noch Werbungen für Heroin, ja, und Aspirin. Das war mal völlig normal, dass man dafür groß wirbt. Und heute ist Aspirin immer noch in das Symbol von einem klassischen Medikament, während Heroin ist das Symbol von einer verteufelten
bösen Substanz. Heroin wurde übrigens von der Firma Bayer als Hustensaft für Kinder entwickelt, falls ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, gelesen habt, gehört habt. Ja. Sehr interessant also. Und die Kinder heute, Speed, sagen die Politiker, oh, Speed ist böse. Und Crystal, oh, da kann man gerade wieder die ganze Presse voll sehen. Ja. Aus den gleichen Atomen wie Crystal mit Amphetamin gab es bis 1988 als Pervitin zu kaufen, als Fertigarzneimittel. Und immerhin bis 2008 konnte ein Arzt noch mit Amphetamin verschreiben. Erst seit 2008 ist das ein nicht mehr verschreibungsfähiges Mittel. Dieses Mittel und zum Beispiel Ritalin, also Methylphenidrat, die sind aus den gleichen Atomen zusammengesetzt. Und das eine ist des Teufels und das andere, das ist für die Kiddies gut, wenn sie Zappelfilippe sind. Nicht? ADHS nennt man das. Und die anderen kriegen irgendwie Psychopharmaka, trizyklische Antidepressiva, damit irgendwie sie, ja, besser aufpassen können in der Schule. Oder anders gesagt, man spart an der Pädagogik und spült Geld in die Kassen der Pharmakonzerne. Das ist so der heutige Trend. Und dem muss man entgegenwirken. Die Leute sollen drogenautonom sein. Mit die Ritalin. Ich kenne Leute, die haben mich angesprochen, die haben 10 Jahre lang Ritalin gekriegt, weil sie ADHS und dann waren sie 18 und dann kriegen sie auf einmal einen Schrieb, ja, jetzt nicht mehr, das ist nur bis 18. Und da waren auf einmal ein Haufen Leute, die ihre ganze Pubertät unter Ritalin erlebt haben und von einem Tag auf den anderen wurden die trocken gesetzt. Das ist in meinen Augen sadistisch. Es haben dann auch einige Professoren sehr laut gebrüllt an die Politik, hey, so geht das nicht, also auch über 18. Damit die Leute sich langsam entwöhnen können. Ja, und hier schließt sich wiederum der Kreis. Wir sehen also, was Hans gesagt hat. Es ist von enormer Essenz, sich mit solchen Substanzen auszukennen. Ja? Auch wenn man kein Drogenfan ist. Man ist im Alltag konfrontiert mit diesen Substanzen. Und das war, Hans, und ist schon immer so gewesen. Und es wird auch in Zukunft so bleiben. Und da können auch unsere Politiker sich überhaupt nichts gegen tun. Denn der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, der ist so alt wie die Menschheit. Ja? Meistens ist der Gebrauch von psychoaktiver ritueller Natur. Und das ist auch schon immer so gewesen. Und da hat Hans der Wolfgang Sterneck mal was Tolles zu in seinem Buch Psychedelika geschrieben auf Seite 3. Vermutlich bis in die Steinzeit vor rund 30.000 Jahren lässt sich die künstliche Verarbeitung von Visionen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch psychoaktiver Substanzen entstehen, zurückverfolgen. Neue Untersuchungen legen nahe, dass viele Höhlenbildnisse einer Wiedergabe visionärer Erfahrungen von Schamanen entsprechen, die durch Trance-Rituale und dabei möglicherweise auch durch den Gebrauch psychoaktiver Substanzen eröffnet wurden. Genau. Und damit steigen wir mal so ein bisschen tiefer in das ganze Thema ein. Wir hatten ja nun jetzt eben schon erläutert, dass unsere Welt aus psychoaktiven Drogen sozusagen besteht, oder dass sie allgegenwärtig sind. Ja? Warum sucht der Mensch also nun immer nach dieser Rauscherfahrung, die ja nun gar nicht immer nur eine reine Rauscherfahrung ist, sondern oftmals auch eine transzendentale? Ja, weil er sein wahres Bewusstsein sucht. Das ist die Antwort. Der Mensch sucht sein wahres Ich, sein echtes Innerstes. Und Samuel Widmer spricht in seinem Buch Vom Weg mit Herz, wo es zu einem Großteil um MDMA geht, von zwei Bewusstseinen, die wir haben, wir Menschen. Das eine, schreibt Samuel, ist unser wahres Bewusstsein. Es ist das Ergebnis aller unserer Lebenserfahrungen. Es meldet sich nur selten, denn es ist besiegt und zu Unverständlichkeit verdammt. Ja, das ist das unser Unbewusstes. Ja, da kommen wir so nicht dran, sagt man ja im Allgemeinen. Das andere Bewusstsein, das Bewusstsein, das wir täglich für alles nutzen, was wir tun,
ist ein Fremdkörper, schreibt er. Ja, und da hat er nicht Unrecht, denn das Bewusstsein, das wir benutzen für unsere alltäglichen Aufgaben, ist uns aufoktroyiert worden. Das fing schon an im Elternhaus, vorm Kindergarten, ging im Kindergarten weiter, massivst in der Schule und nachher in der Arbeitswelt umso schlimmer. So, haben wir das also auch. Psychoaktiva sind also Heilmittel zum einen, Seelenheilmittel, zum anderen aber auch natürlich Pharmaka, wie Hans das vorhin schon erklärt hat, die also für alle möglichen heilkundlichen Zwecke schon immer benutzt wurden und auch in Zukunft benutzt werden. Darauf gehen wir gar nicht weiter ein, das wisst ihr alle. Also Hanf beispielsweise unfassbar viele therapeutische Qualitäten besitzt, genauso wie LSD, MDMA und alle anderen Psychoaktiva, fast alle anderen auch. Ja, so sind die Drogen, die psychoaktiven Drogen, also ein Werkzeug zur Selbstreflexion. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber, und das ist genauso wichtig, den hedonistischen Gebrauch, sprich den zum Spaß, den rekreativen. Wir nehmen auch Drogen einfach, um gut drauf zu sein, Hans. Das aber verbietet uns die Regierung oder würde sie gerne. Ja, was sind da die Gründe für? Drogen zeigen einem, wenn man sie im richtigen Kontext nimmt, neue Blickwinkel. Das heißt, sie können helfen, dass man bestimmte Dinge auch durchschaut. Ernst Jünger schreibt zum Beispiel sehr deutlich von Kulissentrip, also wie er hinter die Kulissen, wie er den Geist in den Pyramiden entdeckte und nicht nur die äußere Form erblicken kann. In der Politik ist es aber nicht immer angenehm, wenn die Leute zu genau hinschauen, weil man macht halt heute viel Hinterzimmerpolitik. Und Politikern ist es unangenehm, wenn sich etwas auf einmal ändert, weil das ist für die auch mehr Arbeit. Wenn alles beim Alten bleibt, dann kann man im alten Trott auch die alten Seilschaften immer gebrauchen, um sich Vorteile zu verschaffen. Und wenn etwas Neues entsteht, dann ist das immer eine Gefahr für das Bestehende. Aber da wir als Personen, ja, als Menschen ein Teil dieses Universums sind, Universum, Uni, eins, Versum, die Kehrseite, also Universum ist die Kehrseite des All-Einen und wir sind ja ein Teil davon. Also es ist nichts zwischen uns und dem Universum. Wir brauchen keinen Mittler zur Schöpfung, weil wir ein Teil der Schöpfung sind. Die ist in uns. Aber die Politik, das macht übrigens auch Religionen aus, die sehen sich oft dann so als Zwischenstation. Zum beim Ablass abkassieren oder um irgendwelche Angstszenarien aufzubauen und sagen, wir sind die Retter. Nee, wir selbst sind unsere eigenen Retter. Wir sind für uns selbst der Weg. Wir können keinen anderen Weg gehen als den unsrigen. Wir sind für uns auch, ja, unsere eigene Wahrheit. Wahr ist das, was wir wahrnehmen. Und dass wir Leben sind, das spüren wir auch. Und wenn wir bestimmte Substanzen nehmen, dann spüren wir diese Dinge intensiver. Und wenn heute irgendwie ein Pfarrer sagt, ja, der Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kann ich sagen, jeder gesunde Mensch, der im Einklang mit dem Universum lebt, kann von sich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was in den Büchern steht, das ist immer die Wahrheit der anderen. Ihr seht's ja, der Hans, was in dem Kopf vorgeht, ist viel. Und der Hans ist ein mündiger Bürger. Also genau das, was unsere Regierung überhaupt nicht leiden kann. Ja? Denn wenn alle Bürger oder ein Großteil unserer Bürger so wären wie Hans, hätte unsere Regierung nicht mehr so viel zu lachen. Dann könnten die Entscheidungen, die jetzt hier getroffen werden in den Hinterzimmern, nicht mehr so einfach getroffen werden. Ja? Und auch dazu haben wir euch ein hervorragendes Zitat herausgesucht, mehrere sogar. Wenn ich euch übrigens mit den Zitaten langweile, dann schreit bitte mal laut, dann machen wir das ohne weiter. Aber wir fanden die alle so interessant und so sinnbringend, dass wir die jetzt hier zum Besten geben. Das nächste nämlich von Terence McKenna, der euch ja allen im Begriff sein dürfte. Die unkontrollierte Veränderung des Bewusstseins,
die legale und frei zugängliche Drogen einschließlich psychedelischer Pflanzen bewirken würde, ist für eine auf Herrschaft und auf das Ego ausgerichtete Kultur extrem bedrohlich. Und Jim DeCorn, ein Mega-Psychonaut aus den USA, schreibt in seinem geilen Buch Psychedelischer Neoschamanismus, der ergänzt praktisch das, was Terence McKenna hier schrieb, die drakonischen Strafen gegen psychedelische Drogen, einschließlich des Verbots legitimer Erforschung ihrer Wirkungen auf das menschliche Bewusstsein, basieren letztlich auf der Angst unserer Kultur vor dem neuen Realitätsmodell, welches sie implizieren. Um es ganz einfach zu sagen, wenn wir das psychedelische Modell ernst nehmen, wären wir gezwungen, unsere Leben vollständig zu ändern. Es sei denn, die Psychonauten, die eh schon das psychedelische Leben ernst nehmen und das auch im Spaß genießen können, die müssen ein bisschen weniger ändern, können weiter genießen. Generell bin ich der Meinung, dass die psychedelische Kultur, die Psychonautik, das Weitergeben psychotrop wirkender Substanzen, wie es juristisch heißt, in der Weltpolitik nicht mehr von der Weltgesundheitsorganisation gemanagt werden sollte, mit den Unterorganisationen wie Suchtstoffkommission oder United Nations Office for Drug and Crime und ähnlichen Institutionen, weil der Gebrauch dieser Substanzen hat etwas mit Bildung, mit Wissenschaft und mit Kultur zu tun. Und genau dafür gibt es auch bei der UNO eine Institution. Und das ist die UNESCO. Also wenn man alle Teile aus der Drogenpolitik, die nicht die kranken Menschen betrifft, sicher, es gibt Drogenkonsumenten, die sind krank, und für die ist es auch gut, dass die Weltgesundheitsorganisation irgendwelche Programme bereithält. Aber ansonsten, was die Psychedelika anbelangt, da sollte sich weltweit die UNESCO um die Wahrung der Traditionen kümmern. Gerade was DMT oder Ayahuasca anbelangt, diese Substanzen, die von den südamerikanischen Schamanen seit Jahrtausenden verwendet werden, da ist ja ein unglaubliches Wissen dahinter. Die gehen in den Urwald und merken, wenn man von dieser Pflanze was nimmt und von jener Pflanze was nimmt, dann spürt man kaum etwas. Aber wenn man die mischt, dann auf einmal sieht man die Welt aus einem völlig anderen Blickwinkel. Dazu braucht es viel Erfahrung. Und so ein Wissen weiter zu erhalten und an die nächsten Generationen weiterzugeben, das nennt man Kultur. Und dafür sollte man die UNESCO einspannen. Und deswegen die Forderung an die Regierung, Drogenpolitik weg von der Weltgesundheitsorganisation hin zu UNESCO. Die meisten Leute, die ich kenne, die die unterschiedlichen psychotrop wirkenden Substanzen immer wieder mal konsumieren und feiern gehen, die machen mir einen gesunden Eindruck. Die sehe ich am Freitag auf dem Dancefloor, die sehe ich am Sonntag auf dem Dancefloor und am Montag auf der Afterparty sehe ich die nochmal auf dem Dancefloor. Die machen mir nicht den Eindruck, ob die krank sind. Wieso soll da auch... Warst du noch nicht fertig? Ja, war okay. Ja, und was uns tagtäglich von unseren Machthabern vorgegaukelt wird, in ihrem War on Drugs, in ihrer Prohibition, das ist nun wirklich nichts weiter als gequirlter Quark. Ja, da werden also Argumente vorgebracht, die gar keine Argumente sind. Beispielsweise wird gesagt, Drogen schädigen die Volksgesundheit. So. Ja, es ist ein tolles Argument. Wenn das tatsächlich ernst gemeint wäre, würde es auch keinen Alkohol und keinen Tabak geben bei uns. Ja? Ja? Finde ich. Ist doch wahr, oder nicht? Ein anderes Argument, ganz speziell auf den Hanf bezogen, was man immer wieder hört, was ich immer wieder lese und höre und ich kann nicht begreifen, wie wer auch immer darauf kommt. Es wird gesagt, der Hanf wird in Deutschland nicht legalisiert, denn der Hanf ist eine kulturfremde Pflanze. So. Der Hanf ist also eine kulturfremde Pflanze. Ich sage euch, was kulturfremd ist. Die Kartoffel,
die Tomate, der Mais. Das sind kulturfremde Pflanzen. Der Tabak auch, der Hanf nicht. Ja? Hanf ist früher in Deutschland angebaut worden, ja? Und zwar in großem Stil. Und nicht von irgendwelchen Growern, sondern von Bauern. Ja? Also, derartige Argumentationen zielen alle nur darauf ab, uns klein zu halten, uns dumm zu halten, dass wir nicht nachdenken und dass wir eben keine, so wie Hans, drogenmündigen Bürger sein können. Aber die Prohibition und die Repression, die schädigen die Volksgesundheit. Ja. Man denke, in Deutschland wurden zum Beispiel Spritzenaustauschautomaten auf Geheiß der Staatsanwaltschaft abmontiert. Das heißt, man hat als Prohibitionist bewusst in Kauf genommen, dass Leute sich tödlich infizieren bei ihrem Drogengebrauch. Oder zum Beispiel in Deutschland wird Drug-Checking verhindert. In Österreich, in der Schweiz, in Holland gibt es freie Träger, gibt es Organisationen, die zusammen mit Universitäten in Clubs und auf Partys Drug-Checking machen. Hier haben wir das mal in Berlin gemacht, in den 90er Jahren. Und die Politik wehrt sich mit Händen und Füßen. Das heißt, die Prohibitionisten sind echt der Ansicht, Leute, die weniger wissen, die weniger Bescheid wissen, die würden sich auch weniger schädigen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und was die Schädigung anbelangt, da ist es den Leuten egal. Denen ist sogar egal, ob die Leute Schmerzen haben. Man denke nur an die Cannabis-Patienten. Die haben ja mehr mit Rechtsanwälten zu tun als mit ihren Ärzten. Und das ist, ja, barbarisch, sadistisch. Und das muss geändert werden. Ja. Der Drehbuchautor und Regisseur Rudi Gaul, der hat mal gesagt, wenn Politiker entscheiden können, welche Drogen gut und welche schlecht fürs Volk, also auch für mich sind, dann kann ich das auch, da ich mir mindestens die gleiche Entscheidungsfähigkeit und Intelligenz zuschreibe wie viele oder die meisten der Politiker. Also will ich auch meine Entscheidungen selber treffen. Ja. Und dann muss man sich die Medien angucken. Gerade jetzt, wenn man so die letzten Wochen sich die Medien anguckt, da war eine neuseeländische Studie und die haben untersucht in einer Längsschnittstudie, wie wirkte Cannabiskonsum auf Menschen. Und dann haben die festgestellt, also wenn Jugendliche unter 18 Jahre ziemlich viel kiffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der IQ um ein paar Punkte zurückgeht. Während das bei Leuten, die über 18 waren und die auch ziemlich viel kiffen, nicht der Fall ist. Diese Studie, das wurde dann, gab es eine DPA-Meldung und dann geisterte die durch die deutsche Presse. Und was schreiben sie? Kiffen macht dumm. Und dann ein paar Zeitungen haben immerhin eingeräumt, besonders betroffen sind Jugendliche, wobei das natürlich eine übelste Manipulation ist. Denn nach dieser Studie, wenn man die zitiert, hätte man schreiben müssen, das betrifft ausschließlich Jugendliche. Bei Erwachsenen trifft das nicht zu. Da sieht man, in den Massenmedien scheint es irgendwie Absprachen geben mit Drogenbeauftragten oder Regierung. Man hatte das ja schon einmal Anfang der 70er Jahre, als aus dem alten Opiumgesetz das Betäubungsmittelgesetz gemacht wurde. Da gab es eine riesige Kampagne, die Drogenwelle, die zerstört die abendländische Kultur und es wurde gehetzt bis zum geht nicht mehr. Und wie sich später herausstellte, hat das Gesundheitsministerium, Käthe Strobel, SPD, war damals Familien- und Gesundheitsministerin, bewusst mit falschem Absender Leserbriefe an Zeitungen geschickt, fertige Artikel an Schülerzeitungen und Ähnlichem, um der Bevölkerung zu suggerieren, dass die Akzeptanz von Hanf nicht da ist in der Bevölkerung. Das heißt, aufgrund massiver Manipulation. Und heute muss ich feststellen, man will nämlich das BTMG wieder ändern und nicht nur einzelne Substanzen, sondern ganze Substanzgruppen darunter stellen, sehe ich fast wie Anfang der 70er Jahre wieder so eine Manipulationswelle. Und da werden irrsinnigste Meldungen. Der Fokus schreibt, oh, Crystal,
schlimme Substanz. Und dann steht in dem Artikel, ein Gramm kostet in Tschechien 15 Euro und bei geringsten Mengen von einem Zehntel Gramm, da erlebt man dann dies und jenes. Nun, eine Pervitin-Tablette hat da 3 Milligramm und nicht 100 Milligramm. Das heißt, der Fokus suggeriert den Leuten, eine geringste Menge Methamphetamin seien 100 Milligramm. Ein Bub vom Land, Bayerischer Wald, nahe tschechischer Grenze, liest einen Fokus, weil der Vater in der CSU ist und denkt sich, oh, da hole ich mir auch mal einen Gramm, zieht sich 100 Milligramm rein, denkt sich, oh nee, ich bin nicht mehr ein kleiner Bub, ich bin schon ein kräftiger Bursche, nehme ich mal 200 Milligramm, die schreiben ja, das ist eine geringste Menge. Und dann wundert er sich, dass sein Kreislauf und da geht es dann Richtung Krankenhaus. Schuld ist nicht das Methamphetamin, Schuld ist die Falschinformation in den Medien. Denn nicht die Drogen sind das Problem, sondern das Problem ist, wie wir damit umgehen und wie wir darüber berichten. In seinem Buch Ecstasy und die Tanzkultur, passt ganz gut zum heutigen Rahmen, schreibt der Nicholas Saunders, meiner Meinung nach kann Demokratie nur dann funktionieren, wenn Regierungspolitik offen kritisiert und diskutiert wird, wie es auch normalerweise in den Medien der Fall ist. Wenn es jedoch um illegale Drogen geht, erfüllen die Medien diese wichtige Funktion nun eben nicht mehr. Anstatt die gegenwärtige Linie der Drogenpolitik kritisch zu hinterfragen und die Öffentlichkeit zu informieren, stützen die Medien die Propaganda seitens der Regierung noch und unterdrücken kritische Stellungnahmen. Und das ist tatsächlich, haben wir ja gerade gehört, der Fall. Bewusste Falschmeldungen, und das ist noch das Schlimmste eigentlich, werden vom Establishment in Kauf genommen, wenn sie dazu beitragen, die Propaganda gegen den Konsum illegaler Drogen zu bestärken. Ja. Und deswegen müssen wir auf das kommen, was ich den Weg der Wahrheit nennen möchte. Und der hat mit Esoterik und all dem Firlefanz so gar nichts zu tun. Der Weg der Wahrheit ist nämlich nur zu erreichen durch Bildung. Ja. Und Bildung erlangen wir nur, indem wir uns bilden, indem wir uns informieren, auf Vortragsabende gehen, Vorträge anhören, Bücher lesen, im Internet gucken und so weiter und so fort. Indem wir Drogenmündigkeit erlernen, Hans. Und da ist es besonders wichtig, sich auch auszutauschen. Wir machen seit vielen Jahren Drogeninfostände in Clubs. Wobei wir haben auch immer ein paar nicht drogenspezifische Informationen. Denn selbst in Clubs, wie zum Beispiel im KitKat, hat mir jemand mal zugesteckt, er findet es gut, dass wir auch über Megaspray und Freiheit statt Angst und ähnliche Themen einige Infos da haben, weil wenn Sie mit Berufskollegen dahin gehen und zu lange an einem Drogeninfotisch stehen und gucken, dann machen Sie sich ja schon verdächtig. Während wenn es da andere Informationen gibt, dann kann man da stehen, ohne dass das für irgendjemand irgendwie anrüchig wirkt. Da merkt man wirklich, wie tief das reingeht. Und das sind ganz subtile Dinge, die man da erlebt. Aber vor allem sind diese Drogeninfostände immer auch ein Ort, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen, wo sie sich austauschen. Denn es geht ja darum, zu erfahren, wo ist für einen Großteil der Konsumenten, der Gebraucher, der Genießer bei einer bestimmten Substanz oder bei einer bestimmten Substanzkombination oder Substanzreihenfolge die Grenze, wo Unannehmlichkeiten beginnen. Für mich ist im Grunde genommen Drogengebrauch immer dann gegeben, solange man es genießen kann. Aber wenn der Gebrauch so weit geht, dass es negative Folgen für einen hat, dass man sich unwohl fühlt, dass die Lebensqualität sich mindert, dass die eingeschränkt wird, dann kann man von Drogenmissbrauch reden. Und da ist es egal, ob sie legal oder illegal ist. Die Biochemie interessiert das wenig. Höchstens, dass durch die Illegalität vielleicht noch ein paar Stressmomente hinzukommen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Adrenalinschock. Aber ansonsten, unser Körper verarbeitet Drogen genauso
wie sie zu Zeiten waren, als sie legal waren und jetzt auf einmal illegal sind. Wobei ja nach geltendem Recht ein Gebrauch von den illegalisierten Substanzen überhaupt nicht möglich ist. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn also jemand einmal in seinem Leben einmal an einem Joint gezogen hat, dann hat der Cannabis missbraucht. Ja, komisch, oder? Alkohol zu missbrauchen setzt ein bisschen mehr voraus. Ja. Lasst uns den ersten Teil dieses Abends jetzt wieder mit Terence McKenna beschließen, bevor wir uns dann die Vertonung des THC-Moleküls anhören. Terence McKenna sagt nämlich hier was ganz Erhellendes zu diesem Thema. Die psychedelische Frage ist eine Frage der Bürgerrechte und der bürgerlichen Freiheiten. Es ist eine Frage, die sich mit der grundsätzlichsten aller menschlichen Freiheiten befasst. Der Freiheit nämlich zur Ausübung einer religiösen Praxis und der Freiheit einer Intimsphäre für den individuellen Geist. Ein Hammer-Zitat. Hans, Terence McKenna ist ja nun auch Pilzforscher gewesen und verdankt seine Ansicht, wenn man so will, auch dem Pilzgeist. Wie ist das bei dir gewesen mit der kosmischen Oktave? Da verhält es sich doch ähnlich. Ja, also die kosmische Oktave ist seit inzwischen gut 34 Jahren so mein Steckenpferd. Und auf die Idee bin ich gekommen in München im Englischen Garten nach dem Genuss von einigen Pilzen. Das habe ich auch genau beschrieben, zum Beispiel im Buch Die kosmische Oktave. Und deswegen gibt es Buchhändler, die verkaufen das Buch nicht. Weil ich da über Drogen schreibe und das hat ja eigentlich nichts mit Musik zu tun. Da muss ich sagen, das ist nichts anderes als eine korrekte Quellenangabe. Man schreibt normalerweise, woher man eine Information hat. Und wenn mich eine psychotrop wirkende Substanz wie Psilocybin zu einer Vision verholfen hat und dann konnte ich ausrechnen, welche Struktur hinter dieser Vision steckte, dann gehört das rein. Das ist einfach nur wissenschaftlich korrekt. Auf jeden Fall, nach diesem Pilzgebrauch habe ich so das Sonnensystem gesehen, die Sonne und die Planeten. Und es waren Farben und es waren Töne. Und bei mir im Kopf irgendwie die Zusammenhänge. Gut, ich habe mich viel mit Astronomie und Horoskopen und Ähnlichem beschäftigt. Himmelsmechanik, Rhythmen der Sterne und Ähnliches. Und da habe ich die Struktur gesehen. Und da habe ich den Taschenrechner genommen. Ein Erdentag, 24 Stunden mal 60 sind 1440 Minuten. Mal 60 sind 86.400 Sekunden. 1 über x, das ist die Frequenz. Nicht? Frequenz, Hertz heißt ja auch pro Sekunde. Wenn ich also eine Sekundenzahl, den Kehrwert bilde, habe ich die Frequenz. Und oktavieren heißt eine Frequenz verdoppeln oder auch halbieren. In diesem Fall verdoppeln mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. Und nachdem ich das 24 Mal gemacht habe, war ich bei 194,18 Hertz, hatte den Tageston eine Oktave höher. Der Ton, das G, zeigt auch der Violinschlüssel an. Und das war der erste Ton. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich geärgert. Ah, eigentlich wollte ich doch ein A ausrechnen. Jetzt kommt da ein G raus. Aber ich hatte wie Glück. Ich bin in der französischen Schweiz in die Primarschule gegangen und habe die Schulnoten auf Französisch gelernt. Und das Intonieren von Tönen nennt man Solfège, das Notenschulbuch, Solfège. Und dieser Ton heißt Sol, G, Sol. Clé de Sol ist der Violinschlüssel. Und die Sonne heißt Le Soleil und der Boden heißt Le Sol. Das ist zwar jetzt herbeigezogene Etymologie, aber mir ist es gerade da so eingefallen, weil der Name Sol kommt eigentlich völlig woanders her, aber das hat mich bewogen, weiterzurechnen. Was kommt denn bei einem Jahr raus, wenn ich jetzt ein Jahr, 365,242198 Tage, in Sekunden gemäß Internationale Astronomischen Union, damals war der Wert von 1950 relevant, und das sind 31.556.925,97477 Sekunden. 1 über x mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2
Und nach 32 Mal komme ich zu einem CIS. 136,10 Hertz. Und dieser Ton, der ist in der indischen Musik der Grundton. Ich habe gerade zu jener Zeit Ravi Shankar gelesen, My Music, My Life. Und er schreibt über diesen Ton, CIS, der heißt Saja, das ist der Vater der anderen. Er wird auch Om genannt. Und das ist der Jahreston der Erde. Und da fiel so langsam der Groschen, da muss man weiterrechnen, mal die Planeten und Ähnliches. Weil die Mönche in Indien, die Stimmen, die Sita, die Tambura, die Glocken für ihre Rituale auf dieses Tis, auf dieses Saja, auf das Om, sieht man heute auch auf jedem Open Air so Richtung Goa, Trance, Om-Zeichen. Und das Akasha-Projekt, Barnim, den bereichert diesen Ton auch als Home-Ton, als Basiston. Den haben wir übrigens gehört, bevor wir hier angefangen haben zu reden, so als Tune-In. Und wenn man sich auf so einen Ton einlässt, dann lässt man sich auch mit den Mönchen ein, die Om singen. Nicht Om singen mit vielen Obertönen, das ist ja auch im Grunde genommen keine Tätigkeit, weil der Guru gesagt hat, das sollst du machen, sondern das ist eine Tätigkeit, die gut tut. Denn wenn ich Om singe mit vielen Obertönen, dann ist das so eine Massage von innen, vom Gehirn. Ähnlich ist das zum Beispiel hierzulande beim Jodeln, das ist auch so Obertongesang. Das ist, Jodeln ist europäische Ethnomusik, so wie Omsingen tibetische Ethnomusik ist. Und wenn man sich auf diesen Ton einstimmt, dann ist man im morphogenetischen Feld sozusagen im Einklang mit den Mönchen, die auch umsingen. Es ist also das Erleben des Einklanges mit der Natur, aber auch das Erleben des Einklanges, ja, mit den Mönchen, die auf diesen Ton meditieren. Und da gibt es Tempel, die singen den rund um die Uhr, weil es ist der immerwährende Ton. Das ist so wie hier in den Kirchen, gibt es ein ewiges Licht und das brennt. Und wenn es elektrisch ist, zumindest so lange, bis die Sicherung mal rausspringt. Und nach dem Vertonen vom Makrokosmos ist natürlich die Frage, wie ist das beim Mikrokosmos? Und da wir Track-Checking gemacht haben, Analysen von Pillen, Pappen, Pulver, Flüssigkeiten und die Geräte, die man da verwendet, die haben alle was mit Farbe zu tun. Gaschromatographen, Massenspektrometer. Das heißt, jedes Molekül hat auch ein ganz klar definiertes Spektrum. Im UV-Bereich, also im Ultraviolett-Bereich oder im Infrarot-Bereich. Und da sind wir einfach hergegangen und haben uns mal ein paar Moleküle rausgepickt, wie MDMA oder THC oder LSD und die Spektren einfach um 40 Oktaven transponiert und dann kommt man in den Hörbereich. Wenn man dann noch 8 Oktaven weitergeht, ist man im Rhythmusbereich und da kann man auch die Halszeiten und die Loopzeiten und Ähnliches mit in die Musik einbauen. Und wir werden jetzt so als Intermezzo eine gute Viertelstunde uns das THC-Molekül anhören, live eingespielt von Barnim. Bist da? Ja, wunderbar. Vielleicht kann man noch dazu sagen, Barnim hat einen sehr schönen Begriff gefunden, der heißt sich selbst komponierende Musik, weil Großteile der Komposition sind einfach aus den Naturgegebenheiten gegeben. Und dieses Prinzip ist philosophisch sehr schön und für die GEMA ein Riesenproblem, denn wer ist der Komponist?
Wer nicht träumen kann, sollte rauchen, sollte rauchen, sollte rauchen. So, das ist also die Vertonung des Moleküls Tetrahydrocannabinol gewesen, THC, der hauptaktiven Komponente des Cannabis. Akasha, super. Ja, nachdem wir nun also über die Psychonautik gesprochen haben und auch über die kosmische Oktave vom Hans Cousteau gesprochen haben, wollen wir nun die Brücke schlagen, der Hans hatte das vorhin schon angekündigt, und uns die kosmische Oktave im Licht des Glasperlenspiels mal betrachten. Das Glasperlenspiel ist ein Roman von Hermann Hesse und kein geringerer als Timothy Leary selbst hat einen sehr ausschweifenden Artikel über dieses Buch Hermann Hesses geschrieben. Und mit einem Zitat von Timothy Leary wollen wir einsteigen in die Explikation dessen, was das Glasperlenspiel ist. Timothy Leary schreibt: Mit dem Glasperlenspiel zeichnete Hesse ein goldenes Zeitalter des Bewusstseins, in dem die Strukturprogrammierer, ähnlich den Chemikern und Physikern, Gedankenmoleküle in Elemente zerlegten und diese zu neuen Mustern verwoben, die singen wie zusammenschwingende Kristalle. Hans, erklär doch mal kurz, was das zu bedeuten hat. Ja, das Glasperlenspiel, das spielt in einem Ort, Kastilien genannt. Und da ist in diesem Roman von Hesse, dafür hat er übrigens den Nobelpreis für Literatur gekriegt, ein Spiel die zentrale Rolle.
Und bei diesem Spiel geht es im Grunde genommen alles, was es in der Welt gibt, zu verknüpfen. Und Hesse hatte das Glück, er lebte in Montagnola, das ist in der Nähe von Lugano im Kanton Ticin in der Schweiz. Und Montagnola auf der Collina d'Oro, das war so etwas wie Kleinkastilien. Da wohnten eine ganze Reihe sehr intelligenter Leute. Es gibt erstaunlich viele, die haben einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und dazu zählt zum Beispiel Max Horkheimer oder Friedrich Pollock, also die Frankfurter Schule, oder der Alexander Ostrowski, ein weltberühmter Mathematiker. Und in diesem Montagnola gab es ein sehr reges kulturelles Leben, eigentlich so im privaten Kreise. Und wie der Zufall es so wollte, auf die Idee der kosmischen Oktave bin ich ja gekommen in München, wie beschrieben schon im Englischen Garten, als ich die Pilze gegessen hatte. Aber dann das Verfassen der Texte, das habe ich auch in Montagnola gemacht, weil in Montagnola lebten auch meine Eltern. Das heißt, ich habe oft auf Bänken gesessen und Aussichten genossen, wie auch Hermann Hesse, als er das Glasperlenspiel machte. Und da ist mir eigentlich auch immer klarer geworden, dass die kosmische Oktave eigentlich nichts anderes ist, als was Hesse literarisch vorweggenommen hat. Und dies mag ein erstes Zitat aus dem Glasperlenspiel belegen. Die Grundsätze des Glasperlenspiels von Hermann Hesse sind ausdrückbar in einer neuen Sprache, nämlich einer Zeichen- und Formelsprache, an welcher die Mathematik und die Musik gleichen Anteil hatten, in welcher es unmöglich wurde, astronomische und musikalische Formeln zu verbinden, Mathematik und Musik gleichsam auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ja, es ist also genau jene Formel, an welcher die Mathematik und die Musik gleichen Anteil haben. Und in welcher es möglich ist, astronomische und musikalische Formeln zu verbinden. Sozusagen Astronomie, Mathematik und Musik, ja auch die Farben, gleichsam auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und dies ist das Gesetz der Oktave. Man nimmt ein Sonnensystem. Wir kennen das Sonnensystem meistens aus Zeichnungen, aus dem Atlas oder heute vom Bildschirm im Internet, die Sonne und Planeten, die da herumkreisen. Aber wir haben eine optische Vorstellung. Wir haben das vielleicht logarithmisch verzerrt, stark verkleinert. Aber die Schwingungsverhältnisse der Planeten zueinander, die kann man sich um 35 bis 40 Oktaven transponiert auch anhören. Das ist also nicht Weltanschauung, sondern Weltanhörung. Oder das Kleinste im Mikrokosmos, ein Wasserstoffatom. Das Wasserstoffatom ist sehr genau gestimmt, hat einen Grenzwert, das ist ein Fis, und dann von diesem Quintenschritte, reine große Terzen, reine Naturseptimen, sowohl nach oben als auch nach unten, ergeben die einzelnen Linien der Wasserstoffspektren. Also das, was man in jedem Physikbuch nachlesen kann und was man sich grafisch anschauen kann, heute auch in vielen Filmen im Internet, das kann man sich auch anhören. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, so ein Elektron um einen Kern beim Wasserstoff, Element Nummer 1, das häufigste Element im Universum. Diese Elektronen können nicht anders als in ganz bestimmten harmonikalen Schritte von einer Bahn auf die andere und sind fest determinierte Energieniveaus. Es ist also im Grunde genommen eine Anhörung der Quantenphysik. Es ist eine, ja, kann man sagen,
Anhörung der Welt und die Struktur, die dahinter ist, ist eben genau das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nur so können die Elektronen um den Atomkern, und sie können nicht anders. Nicht auch die Erde, die ist riesengroß, aber die hat keine Wahlfreiheit. So ein kleines Menschenhirn ist in der Lage, heute genau zu berechnen, wo sie in ein paar Jahren sein wird. Und die Erde hat nicht die Wahlfreiheit, mal zu beschleunigen und mal zu bremsen nach Gutdünken, sondern muss sich strikt an die Naturgesetze halten. Und so ist es auch bei den Atomen und bei den Molekülen. Und wir in uns funktionieren genauso wie die Physik und die Chemie da draußen. Das heißt, die Gesetze sind auch in uns wirksam. Und das hat Hesse auch an anderer Stelle sehr gut und schön formuliert. Ich begriff plötzlich, dass in der Sprache oder doch mindestens im Geist des Glasperlenspiels tatsächlich alles allbedeutend sei, dass jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen nicht hierhin oder dorthin, nicht zu einzelnen Beispielen, Experimenten und Beweisen führte, sondern ins Zentrum, ins Geheimnis und Innerste der Welt, in das Urwissen. Jeder Übergang von Dur zu Moll in einer Sonate, jede Wandlung eines Mythos oder eines Kultes, jede klassische künstlerische Formulierung sei, so erkannte ich im Blitz jenes Augenblicks bei echter meditativer Betrachtung, nichts anderes als ein unmittelbarer Weg ins Innere des Weltgeheimnisses, wo im Hin und Wider zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Yin und Yang sich ewig das Heilige vollzieht. Und dieses Heilige erfahren wir in uns. Und wenn wir zum Beispiel in einen Club gehen, wie der hier, dann setzen wir uns bestimmten Frequenzmustern aus, einer bestimmten Optik aus, und alles, was wir wahrnehmen, resoniert in uns. Nicht jeder Ton, den wir hier beide sprechen, der wird im Ohr verstärkt, Hammer, Amboss, Trommelfell, wird in ein Nervensignal umgesetzt, geht als Nervensignal über chemische und elektrische Signale zum Gehirn, wird da verarbeitet, gibt eine Rückkopplung im Thalamus, werden jede Worte abgeglichen, ob man die kennt oder nicht kennt, der Sinnzusammenhang festgestellt. Aber jedes Wort klingt in jedem, der hier zuhört. Das ist genauso mit jedem Ton in der Musik, die wird in uns reproduziert. Und das ist auch mit den Bildern, wenn wir gucken. Das Auge nimmt es auf, dann wird es projiziert im Auge, da hat es dann Zapfen und Stäbchen, die leiten die Signale weiter ans Gehirn. Dort wird das Bild wiederhergestellt, verarbeitet, zusammengestellt. Und jede Wahrnehmung löst im Gehirn Impulse aus. Wenn wir also jetzt eine Musik machen und die Strobolights passend dazu, dann programmieren wir im Grunde genommen die Abfolge von bestimmten Impulsen im Gehirn. Wenn man zum Beispiel in einen Gabba-Club geht oder Speedcore-Club oder Hackelmusik gerne hört, 180 BPM bis 240 BPM, das ist super schnell. 180 BPM sind 3 Hertz. 180 durch 60 sind 3 Hertz. Und das ist ein Frequenzzustand im Gehirn, sehr langsame Wellen, die will auch ein Zen-Mönch erreichen. Wenn er die Beine verknotet vor dem Lotusblütenteich und meditiert, dann werden langsam, aber sicher die Gehirnschwungen langsamer und er kommt auch in einen tranceartigen Zustand. Und diese Trance, wenn wir tanzen, wird sogar noch verstärkt, weil die ganze Motorik auch noch in diesem Frequenzmuster arbeitet. Drum, wenn man sehr lange getanzt hat, dann gibt es Frequenzfolgereaktionen.
die Erinnerung wird dann sehr stark. Das sieht man dann am Montagvormittag, wenn man dann irgendwo in der U-Bahn sitzt und auf einmal merkt, wenn die U-Bahn so in der Kurve richtig quietscht, wie die Leute anfangen zu moven. Da weiß man, die waren im Club, die haben gute Frequenzfolgereaktionen. Also, das Programmieren von Musik und von Licht ist im Grunde genommen das Programmieren von ganz bestimmten Schwingungsstrukturen in unserem Gehirn. Und wenn wir das jetzt in Zusammenwirken, und das machen ja viele Leute, mit bestimmten psychotrop wirkenden Substanzen, dann sind wir noch offener für diese Wirkungen. Ecstasy ist eine Substanz, die nennt man empathogen und entaktogen. Empathie ist die Sensibilität für die Gefühle in anderen Menschen. Entaktogen, en ist innen, gen ist erzeugen, das ist beides griechisch. Der Generator, der macht Strom, der erzeugt was. Oder die Gene, der genetische Code, ist für die Zeugung da, um Informationen weiterzugeben, wie ein Wesen auszusehen hat. Und takto, das ist lateinisch Gefühl. Also ein Entaktogen ist eine Substanz, die innere Gefühle verstärkt und gleichzeitig bei Ecstasy, also bei MDMA, auch noch die Empathie verstärkt. Wenn jetzt viele Leute gemeinsam tanzen, dann haben die auch ähnliche Schwingungsstrukturen im Gehirn. Das verstärkt das morphogenetische Feld. Das heißt, es wird eine Gruppendynamik entwickelt. Und wenn man die jetzt programmiert, so wie das Molekül auch programmiert ist, das heißt genau in den Schwingungsstrukturen, die das Molekül ausmacht, dann hat man noch eine Verstärkung, einen Synergieeffekt. Ja? Über diesen Synergieeffekt oder über dieses Wahrnehmen, wer man ist, wie man ist und was man in der Welt ist, da gibt es einen Satz, den habe ich mit dem Bernhard Kleefeld vor vielen, vielen Jahren in Mainz, oder besser gesagt südlich von Mainz, da haben wir eine Astrotafel gemacht und viel philosophiert. Und da sind wir auf einen Absatz gekommen. Und das ist jener Absatz, der am allerhäufigsten zitiert wird, wenn jemand mich zitiert. Und der Hans schreibt, allein sein, also all-ein sein, heißt eins sein mit dem All. Die Schwingungen des Alls wahrzunehmen und sich auf diese Schwingungen einzustimmen, heißt, sein Leben oder einfach sich selbst mit dem All in Einklang zu bringen. Ist die Person von lateinisch personare zum Erklingen bringen, hindurchtönen, im Einklang mit dem Kosmos, so resoniert der Kosmos in ihr. Der Kosmos findet seinen Widerhall in der Person. Wird man sich dessen bewusst, hat das Bewusstsein kosmische Dimensionen erreicht. So schreibt der Hans. Und diese... Hat der Hans kurz so geschrieben, ja, genau. Und von diesen kosmischen Dimensionen berichten auch Leute, die zum Beispiel einen guten Trip erleben. Und im Europäischen Kolloquium für Bewusstseinsstudien, das ist so eine Gesellschaft von Psychiatern und Forschern und Pharmazeuten, die sich hin und wieder mal trifft zu Kongressen, da hat vor allem ein Professor Dietrich in Zürich bestimmte Begriffe geprägt. Nämlich die verschiedenen Zustände bei verändertem Bewusstsein. Und einer dieser Zustände, den man im Allgemeinen als sehr glücklich empfindet, nennt man die ozeanische Selbstentgrenzung. Es ist also das Phänomen, dass das Ich und die Umwelt, dass man das nicht mehr trennen kann, dass das verschmilzt. Und das ist für die Leute ein hohes Glücksgefühl, die das erleben, Teilhabe am Ganzen zu sein, eben
bewusst all ein sein, all ein zu sein, eben eins sein mit dem All. Aber genau die gleiche pharmakologische Wirkung, nämlich das Auflösen des Ichs, erleben andere Leute als angstvolle Ich-Auflösung. Das heißt, der Trip, der bewirkt genau das Gleiche. Das Ich und die Wahrnehmung des Ichs verändert sich. Nur für den einen ist das ein Glücksgefühl und der andere hat Angst davor. Und da zeigt es sich, Leute, die rigide sind, die riskieren leichter einen Horrortrip. Denn auch bei der Einnahme von Zauberpilzen oder LSD werden die Verknüpfungen zwischen der Erinnerung und dem, was man gerade erlebt, sehr stark aktiviert. Der Response-Effekt im Gehirn zwischen Erinnerungsspeichern und dem gerade Erlebten ist unglaublich gesteigert. Jetzt Leute, die rigide sind, die ihre Gefühle verdrängen, die Verdrängungsspezialisten sind, das sind ja im Grunde genommen, die sich nicht akzeptieren, so wie sie sind, sondern irgendein Stück von sich wegdrängen. Aber das ist ein Kurzschluss, wenn man das macht, denn wir sind ein Individuum, ein unzerteilbares. Wenn man einen Teil von sich negiert, das ist schon irgendwie fast schizo. Also verdrängen, das ist ein hohes Risiko. Und Leute, die ihre Gefühle verdrängen, die laufen sehr leicht Gefahr, auf LSD, auf Zauberpilze oder vielleicht auch andere Substanzen einen Horrortrip zu erleben. Weil das, was man verdrängt hat, kommt dann plötzlich wie eine Sturmflut auf einen zurück. Und das ist so der Moment, wo gewisse Leute dann das Gefühl haben, sie bleiben hängen, weil sie so in den Gedanken drin sind, oh, das und das und das und das und das will ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Und dann braucht es fremde Hilfe, zum Beispiel eine psychedelische Ambulanz, um da einzugreifen und die Leute wieder aus ihrem, ja, ewigen Kreislauf, wo sie sich hineingesteigert haben, wieder herauszuholen. Das heißt aber doch, Hans, damit diese Leute gar nicht erst hilfebedürftig werden, müssen sie sich, bevor sie eine Substanz einnehmen, bestmöglich informieren und vorbereiten. Das Set muss also dringlichst stimmen, Hans. Ja, es geht um Set und Setting. Nicht Drug, Set and Setting, die Trilogie von Timothy Leary. Über Drug haben wir heute schon viel geredet, aber das Set, die persönliche Befindlichkeit und die Erwartungshaltung und auch das Setting, das heißt die Leute, mit denen man zusammen die Drogen genommen hat oder nimmt oder zusammen feiert und auch die ganzen Rahmenbedingungen sind genauso wichtig. Also die gleiche Droge kann bei einem anderen Set oder bei einem anderen Setting völlig unterschiedlich wirken. Also zur Aufklärung gehört eben nicht nur Fachwissen über die Wirkung von Substanzen, sondern eben auch Fachwissen über Set und Setting. Und wenn das Set nicht stimmt, das ist zum Beispiel dann, wenn jemand Angst vor einer Droge hat. Und wer Angst davor hat, der sollte die Finger davor lassen, weil im Grunde genommen ist es nicht die Angst vor der Droge, sondern es ist die Angst, was dabei hervortreten kann. Also ich kenne Leute, die sagen, ich nehme kein LSD, weil ich Angst habe, auf Horror zu kommen. Das ist auch gut so, wenn sie das so sagen, denn es ist besser, sich erstmal um seine Psyche zu kümmern, zum Beispiel zu meditieren oder irgendwie in einer Selbsthilfegruppe zu gehen und sich mit Leuten auszutauschen oder je nachdem auch Psychologen aufzusuchen. Drogen können helfen, wie Medikamente, aber wenn man sie einfach wahllos nimmt und nicht vorbereitet ist, dann kann das richtig schief ausgehen. Genau. Und deswegen schließt sich hier nur ein weiteres Mal der Kreis und wir sprechen von der Drogenmündigkeit. Ja?
Drogenmündigkeit bedingt allerdings auch eine Genussmündigkeit. Wir müssen also in der Lage sein, auch genießen zu können. Das hatte der Hans ja vorhin schon mal erklärt. Ja? Nur wer genießen kann, ist nach der Einnahme von Substanzen jedweder Art irgendwann auch befriedigt. Wer nicht genießen kann, der will immer mehr und immer mehr und versucht irgendwie auf künstliche Art und Weise ein Gefühl herbeizurufen, mit dem er vielleicht so in dem Augenblick gar nicht wirklich handeln kann. Und deswegen brauchen wir, bevor wir eine Drogenmündigkeit postulieren, proklamieren, eine Genussfähigkeit, Hans. Und dazu würde ich euch ganz gern mal ein Zitat, darf ich das gerade einflechten jetzt, vorlesen, was ich gestern durch Zufall gefunden habe. Und es passt wie die Faust aufs Auge. Ich darf euch das mal zeigen. Für alle die, die in der Hanfszene aktiv, in der Legalisierungsszene aktiv sind, ist das besonders interessant, aber auch für alle anderen. Gestern eine Zeitschrift gefunden, die nennt sich Smokers Club. Kennt vielleicht mancher von euch. Da geht es um Pfeifen- und Zigarrenkultur. Ja? Und das Vorwort des Chefredakteurs ist außerordentlich interessant. Da beklagt er sich nämlich darüber, dass die Raucher sich zunehmend einer gewissen Diskriminierung ausgesetzt sehen. Das wissen wir ja alle. Die Raucher werden, nicht nur die Hanfraucher, auch die normalen Tabakraucher werden zunehmend diskriminiert. Und was der Chefredakteur hier im Editorial schreibt, könnte 1:1 auch in einer Hanfzeitschrift so stehen. Ich darf euch das gerade mal vorlesen. Wenn man die derzeitige Entwicklung, also zum Rauchtabak, in Nordrhein-Westfalen, wo er wohl herkommt, sieht, dann ist nicht auszuschließen, dass den Rauchern im bevölkerungsreichsten reichsten Bundesland ein absolutes Rauchverbot in Gaststätten nach bayerischem Vorbild droht. Warum das so sein muss, schreibt hier der Chefredakteur, kann man eigentlich mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehen. Warum müssen mit aller Macht neue Vorschriften verabschiedet werden? Nach dem Prinzip, erst wird eine Sache zu einem Problem aufgebauscht und dann muss ein neues Gesetz her. Am Ende ist alles überreguliert, nichts mehr erlaubt und viele Bürger fühlen sich bevormundet. Ach nee. Ja. Mein Appell an Politiker mit dem Mut zu vernünftigen Lösungen. Bitte bewahrt uns vor der schönen, heilen Verbotswelt. Und Ihnen, schreibt der Redakteur, liebe Pfeifen- und Zigarettenfreunde, rufe ich zu, leisten Sie Widerstand gegen weitere unsinnige Verbote. Schreiben Sie Briefe oder Mails an Ihre Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Machen Sie deutlich, dass Sie gegen überflüssige Einschränkungen sind, Ausrufezeichen. Setzen Sie ein Zeichen und genießen Sie Ihre Tabakpfeife, Ihre Zigarre, Ihr Zigarillo, Ihre Zigarette, nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern selbstbewusst, ohne rücksichtslos zu sein in der aller Öffentlichkeit. Lassen Sie nicht zu, dass das Kulturgut Tabak aus unserer Gesellschaft verbannt wird. Ja. Was sagt man dazu? Warum nicht? Ja, das ist, unsere Gesellschaft ist schon eigenartig. Tabakbauern kriegen in der Europäischen Union Fettsubventionen. Das heißt, der Steuerzahler bezahlt Geld dafür, dass die Tabakbauern genügend verdienen. Aber der Steuerzahler bezahlt dann auch teure Kampagnen, dass die Leute weniger rauchen. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gegensätzlich bestimmte Politikfelder stehen. Und Mündigkeit, das ist wirklich etwas Essentielles. Und Drogenmündigkeit ist in Verbindung mit Drogenautonomie eigentlich der Schlüssel. Nicht das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist nicht Abstinenz, sondern Drogenautonomie. Nicht abhängig, das sind die, wo fremdbestimmt sind, und autonom, das sind die, die selbstbestimmt sind. In der Politik wird der Begriff autonom immer schlecht geredet. Da denken die Leute am 1. Mai an kaputte Fensterscheiben. Nee, autonom heißt einfach selbstbestimmt. Und je autonomer man ist, umso freier ist man, umso selbstbestimmter ist man und umso mündiger ist man. Und deswegen gilt das Autonomie im Allgemeinen und Drogenautonomie, egal mit welchen Substanzen, zu fördern. Und mit Predigen von Abstinenz und mit einem War on Drugs, da vermehrt man Not und Elend. Man muss ja nur gucken, was in Mexiko zum Beispiel derzeit passiert oder in Kolumbien. Das ist einfach, da sieht man, wie purer Fanatismus wirklich zu einem
ja, chaotischen und grausamen Krieg führt. Und das liegt nur an dem fundamentalistischen Drang, dass gewisse Leute das Gefühl haben, sie müssen anderen Leuten erklären, wie sie zu leben haben. Aber beziehend auf die Erklärung der Menschenrechte, 1789, Artikel 4, jeder Mensch hat das Recht, sein Leben so zu genießen, wie er will, solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt. Und das sollte eigentlich das Leitmotiv jeglicher Politik sein. Und alle Einschränkungen darüber sind überflüssig, denn das Recht ist eine Frage für die Sozialethik, um das Zusammenleben der Menschen zu organisieren. Aber ob ich jetzt kiffe oder Pilze esse oder DMT rauche oder was auch immer, solange ich andere Menschen dabei in ihrem ureigenen Genuss nicht beeinträchtige, geht das eigentlich niemand an und ist eigentlich kein Gebiet für das Recht, weil das betrifft nur die Individualethik und nicht die Sozialethik. Und deswegen muss das geändert werden. Ja, ja, ja. So, und um jetzt allmählich zum eigentlichen Punkt des Abends und der ganzen Geschichte zu kommen, können wir noch mal kurz einen Strich unter alles das ziehen und wir werden sehen, Drogen wurden konsumiert, Drogen werden konsumiert und auch in Zukunft und alle Ewigkeit, solange es den Menschen und die Tiere gibt, werden Drogen Teil unseres Lebens sein. Diese Substanzen zu verbieten und zu verteufeln und zu sagen, wie viele Politiker das gerne machen, die gibt es gar nicht, also die Augen einfach zuhalten und doch, da ist nichts und wenn doch, dann hauen wir drauf, das ist nicht die Lösung. Und solange unsere Politiker das aber so handhaben, brauchen wir Menschen, die sich um jene kümmern, die doch die Substanzen nehmen und aufgrund mangelnder Drogenbildung möglicherweise zu Notfällen werden. Und für all jene gibt es die psychedelische Ambulanz Eclipse. Und zwar jetzt seit 15 Jahren. Und das ist doch mal ein Applaus, bitteschön wert, ja? Jahr für Jahr, ehrenamtlich, aus Überzeugung, mehrere Dutzend Leute für 5 Tage, wobei viel Vorbereitungszeit und Nacharbeitungszeit hinzukommt, versammeln sich zum Beispiel auf der Fusion, um all denen zu helfen, die kein Fall für die Sanitäter sind, die sich also nicht den Fuß verstaucht haben oder sich geschnitten haben, sondern die einfach aufgrund von zu viel psychedelischen Substanzen oder ungünstigem Setting eine Betreuung brauchen. Und das ist nicht einfach, denn wer kann das? Das kann vor allem jemand machen, der selbst Erfahrungen hat mit solchen Substanzen. Weil das sind zum Teil so andere Welten, jemand, der immer nüchtern war, der kann sich das nicht vorstellen. Das ist so, wie jemand farbenblind ist und mit dem über verschiedene Grün- oder Rosatöne zu sprechen, das ist außerordentlich schwierig. Und deshalb hier eigentlich auch ein Aufruf. Wer selbst gute Erfahrungen gemacht hat mit Psychedelika, wer ein erfahrener Psychonautiker ist, und wer zudem einen hohen Empathiekoeffizienten hat, also starkes Einfühlungsvermögen, und zudem will in anspruchsvoller Weise verantwortungsvoll sich sozial für Partykultur und das Wohlergehen von anderen Psychonautikern zu engagieren. Heute besteht die Möglichkeit, gleich in dem Raum da hinten, da gibt es so ein paar Infostände, unter anderem ein von Eclipse. Und die können für die Fusion, für die psychedelische Ambulanz immer Hilfe
gebrauchen. Also wer sich dazu bemüßigt fühlt, heute kann man direkt mit den Menschen, die das jahrelang machen und die dafür großen Respekt verdienen, sich unterhalten und sich näher informieren, wie das geht, was man dazu können muss. Es gibt da unterschiedliche Bereiche, wo man da tätig ist, weil es geht ja darum, den Menschen genau den richtigen Kick zu geben. Ich mag vielleicht da einfach ein ganz banales Beispiel erzählen. Das habe ich in einem Club erlebt. Da kam jemand an, bisschen verkrampftes Gesicht, die Hände so vorm Mund, sagt so, oh, ich schiebe Optik, Wahnsinn, ich schiebe Optik, und war richtig nervös. Kurz auf die Schultern langen, anlächeln, nur sagen, genieß es, guck mal da. Und schon war ein Lächeln im Gesicht, der ging wieder auf den Dancefloor, tanzte. Nach einer Stunde kam er wieder. Oh, ich schiebe Optik, Wahnsinn. Genieß es. Guck mal da, ey, Wahnsinn. Große Augen, lächeln. Dreimal ist das passiert, dann habe ich ein paar Stunden nicht gesehen. Am Schluss kam er und hat sich bedankt. Das heißt, man kann vorher nie sagen, was in einem Fall jetzt genau zu tun ist. Es ist die momentane Intuition. Und wenn einer psychedelische Erfahrung hat, manchmal braucht es nur einen Satz, einen Blickwechsel, eine Tasse Chai oder was auch immer. Bei jedem ist die Situation anders. Und da zu helfen, da kann man wirklich Menschen vor viel Ungemach bewahren. Es ist nicht gleich, wenn jemand Optik schiebt oder sich nicht mehr gerade orientieren kann, ein Notfall, sondern ja, die bessere Aufgabe bei einer psychedelischen Ambulanz ist eigentlich die Reiseleitung als Reiseleiter, als psychedelischer Reiseführer. Das ist, sagen wir, die höhere, die hohe Kunst der psychedelischen Ambulanz. Und das ist anspruchsvoll. Und das machen die, wie man immer wieder hört, von Eclipse sehr gut. Und dafür echt ein großes Lob an die ganze Crew von Eclipse. Und ein großes Dankeschön vor allem für die Arbeit, die sie leisten. Immer wieder. In diesem Sinne möchte ich das Ganze mit einem Zitat der Journalistin Uli Olvedi aus ihrem LSD-Report beschließen. Die hat das Ganze nochmal so in einem schönen Absatz zusammengefasst, was wir heute Abend gesagt haben. Hier geht es auch um die Drogenerfahrung und um das Hören, um das Erleben. Und Uli Olvedi schrieb hier, vom nur körperlichen Hören verlagert sich die Erfahrung in die seit Jahrhunderten verloren gegangenen inneren Räume der synästhetisch erlebten Schwingungen, der Vibrations, jenes ursprünglichsten Fundaments allen bewussten Erlebens. Der psychedelische Trip, vor allem mit den klassischen pflanzlichen Halluzinogenen, bringt häufig Situationen, in denen eine Art akustischer Halluzination aus dem Unterbewusstsein, also dem echten Bewusstsein, emporsteigt, die jedoch nicht spezifisch musikalisch, sondern synästhetisch, übergeordnet, sinnlich erfahren werden. Und in diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit. Und sagen natürlich noch vorher an, jetzt können wir dieses synästhetische Erleben mit den Klängen des LSD-Moleküls genießen, das uns Akasha jetzt spielen wird. Und ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Und an den Mikrofonen verabschieden sich Markus Berger und Hans Gusto. Vielen Dank.